Hallo zusammen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Talk über Fuck Germany und es ist mir eine ganz besondere Freude, heute Abend hier Lili aus Berlin und Mino aus München begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie alle und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen. Ja, also you go. Hallo, ich bin Mino. Hi, ich bin Lili. Genau, wir reden heute über Fuck Germany. Wofür steht Fuck? Kann man hier sehen, wir haben Frauensternchen, FNTI, FLTI, eins von den dreien und Computerkram. Genau, ich bin von der Heart of Code, das ist ein Hackspace für Frauensternchen in Berlin. Ich bin im Münchner CCC aktiv. Und wir haben da ein Treffen gestartet, wo wir uns einmal im Monat zusammen treffen und Dinge tun. Genau. Genau, jetzt nochmal so eine Erklärung, falls es nicht total klar ist, was, wofür diese Buchstaben immer stehen. Genau, FNTI, das ist das, was unser Fuck-Treffen sich jetzt ausgesucht hat. Also das ist die dritte Iteration. Wir waren auch zuerst Frauen und Computerkram. Mittlerweile sind wir bei Frauen, Non-Binary, Trans und Inter. Das bedeutet, dass für uns hauptsächlich wir eigentlich halt Cis-Männer ausschließen wollen und alle anderen Menschen willkommen sind. Genau. Wir haben Frauensternchen und definieren das so, dass das Menschen sind, die sich hauptsächlich als weiblich identifizieren. Dann gehen wir mal so zur Ausgangslage, warum wir beschlossen haben, dass wir das haben wollen. Ja, genau. Also in der Tech-Community, auch hier im Chaos, ist es leider meistens so, dass die Hackspaces und auch die Veranstaltungen sehr cis-männlich dominiert sind. Das führt dann natürlich auch dazu, dass diese Menschen eben diese Spaces und diese Räume besonders prägen. Viele kennen das vielleicht, dass es dann nicht besonders welcoming ist, wenn man da reinkommt und die Leute so auf ihren Laptop starren und man sich vielleicht nicht ganz so willkommen geheißen fühlt, gerade wenn man neu ist. Genau. Genau, und das ist halt dann besonders auch, wenn man da jetzt eben nicht so reinpasst, weil man jetzt zufällig gerade kein Cis-Mann ist. Gibt es da halt auch verschiedene Mechanismen, die greifen. Zum Beispiel jetzt Tokenism ist dieses Problem, dass man als einzige Frau dann halt oft für sein ganzes Geschlecht spricht, also dass dann ein ist, aber ich habe da eine und die sagt, das ist voll okay und deshalb ist es jetzt voll okay. Oder dass, wenn ich dann irgendwas nicht kann, dann erklärt wird so, ja, Frauen können das halt nicht. Und ich so, doch, ich halt nicht. Ja, das ist auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Genau, Mansplaining, habt ihr sicher auch schon mal alle gehört, passiert auch total gern. Sobald man mal irgendwo eine Frage hat oder auch gar keine Frage hat, sondern einfach nur so nicht cis-männlich aussieht, dass einem Leute erklären, wie die Welt funktioniert. Auch ganz gern gesehen, Leute, die mir erklären, wie Feminismus denn besser zu machen wäre. Ja. Oder so, du stellst eine kurze Frage und es sind gleich zwei Männer am Start, die dir die Sachen so ausführlich erklären, dass du gehen kannst und sie merken es nicht mal. Für euch getestet. Was auch wiederum eine Überleitung ist zum nächsten Punkt, nämlich Orbiting. Wenn du als einzige nicht cis-männliche Person in einen Raum kommst, in der sonst hauptsächlich Cis-Männer rumhängen, dann bekommst du mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, es ist viel schwieriger, sich einfach hinzusetzen und zu hacken und Dinge zu tun. Und es ist natürlich auch noch mehr unwanted attention. Und im Zweifelsfall kann das dann auch in Form von Harassment sein. Das ist ziemlich unangenehm. Und vor allem haben wir festgestellt, dass in vielen Spaces der Umgang mit Harassment nicht besonders sensibel ist und sich Betroffene dann häufig ein bisschen im Stich gelassen fühlen oder eben nicht den Mut haben, da was zu sagen. Genau. Genau, und dann auch oft nicht geglaubt wird. Da haben wir ein wunderschönes Comic gefunden. Do you think the owl is a predator? No, of course not. He's never bothered me.
Exactly. No idea what Mr. Mouse is going on about. Also das ist auch so ein Phänomen, dass dann Leute einfach sagen so, ja, aber bei mir, weiß ich nicht, war noch nie ein Problem. So ein netter Typ. Genau, und das führt dann halt eben auch dazu, dass Menschen wegbleiben und das halt auch nicht immer kommunizieren, warum die vielleicht gar nie in den Space gehen würden oder zweimal dort waren und beschlossen haben, nee. Und das sind dann eben Ausschlüsse, die nicht explizit sind, sondern implizit. So, dass manche Menschen halt einfach dann nicht mehr kommen können oder nicht mehr kommen wollen und dafür halt einfach auch niemand das hört, dass sie nicht mehr da sind und oft auch niemand bemerkt. Also die Abwesenheit von Frauen wird ja auch häufig gar nicht wahrgenommen, weil es ja die Normalität ist, so ab dem Studium vor allem, gerade in der Technikszene, es ja total normal ist, dass die Frauenquote extrem niedrig ist. Genau, und dann haben wir uns überlegt, was kann eins dagegen machen. Und das so Strukturen schaffen, wo sich eben FNTIs, Frauensternchen, FLTIs vernetzen und austauschen können. Und zum Beispiel auch über Diskriminierungserfahrungen mal austauschen, also nicht ausschließlich, aber das ist auch ein total wichtiger Punkt. Was für mich auch immer so auffällig ist, wenn ich sage, so, ich merke halt, was mir passiert und kann das nicht immer einordnen. Und wenn ich dann andere Nicht-Cis-Männer habe, die für mich mega cool sind, die ich total bewundere, weil ich mir denke so, boah, was für ein toller Mensch. Und dann höre, okay, die haben total ähnliche Stories wie ich. Das ist kein Zufall, dass die alle solche Stories haben. Macht es das auch einfacher, das einzuordnen und zu sehen, okay, das ist jetzt nicht so ein, liegt nicht an mir, sondern irgendwas ist das systemisch komisch, wenn wir alle solche Stories haben. Genau. Was wir schaffen wollen, ist eben ein solidarischer Gegenentwurf zu eben so einer Meritocracy, in der eben davon ausgegangen wird, dass man sich Sachen verdient und dass man sich da quasi so einzig und allein verdient macht, ohne irgendwelche das böse P-Wort halt, ne, Privilegien. Genau, und ja, es geht auch darum, einfach wirklich in Ruhe hacken zu können, auch in der Form, dass man sich traut, Fehler zu machen oder Fragen zu stellen. Genau. Und ja. Genau, einfach gemeinsam eben wirklich coole Projekte machen und sich auch vernetzen. Und genau, und so hatten wir dann die Idee, wir brauchen ganz dringend Fackräume. Und jetzt sind so unsere Ansätze, was wir versuchen eben in den verschiedenen Fackräumen, was uns ganz wichtig ist, ist halt einmal so ein All Levels are Welcome. Das heißt, es kommen Menschen mit ganz unterschiedlichem Wissen in total unterschiedlichen Gebieten und es ist nicht so ein, oh, wenn du das noch nicht weißt, dann weißt du gar nichts, weil jeder Mensch weiß ganz viel und halt ganz oft Sachen, die ich nicht weiß und dafür weiß ich dann wieder was, was die nicht wissen und wenn man das zusammenbringt, ist einfach cool. Ja, und es sind halt bei uns auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Personen da, also eben von der IT-Fachforensikerin, irgendwie promovierende Leute hinzu eben einfach Leuten, die gesagt haben, hey, mich hat das eigentlich schon immer so interessiert und ich habe mich nie getraut oder ich wollte da irgendwie nicht hingehen, weil irgendwie CCC, ich weiß nicht, da muss man ja voll der krasse Hacker sein, bis man da irgendwie mal anfangen darf. Und das haben wir von Anfang an immer wieder gehört, also so von Leuten, die da dazu kamen. Und das freut mich natürlich auch, wenn das, was wir da eigentlich tun wollten, eben genau passiert. Genau, und dann eben auch so ein gemeinsames Lernen, sich gegenseitig unterstützen, helfen, motivieren, Rücken stärken, auch zeigen, was man selber kann und auch merken so, wow, ich weiß eigentlich bei dem ganz viel und lerne dafür was anderes. Genau, und natürlich einfach auch neue Menschen willkommen heißen. So das, was wir vielleicht in Hackspaces erlebt haben, was wir ein bisschen schade fanden, eben das, wenn man irgendwie ein bisschen sich alleingelassen fühlt und es ist eine eigene Kultur und es ist gut, wenn die einem erklärt wird und es ist schön, wenn Leute sagen so, hey, bei uns ist es so und so und dass man sich halt dann auch vielleicht die Zeit nimmt, irgendwie nochmal eine Führung durch den Space zu machen und nochmal zu erklären und halt eben nicht davon auszugehen, dass die Leute sich Sachen selbst aneignen können oder irgendwie in einem Wiki finden. Genau. Genau, also ja, eben sich wirklich Zeit dafür nehmen und es war halt auch schon öfter in Hackspaces, ich verstehe es, Leute haben ihre eigenen Projekte, haben voll viel zu tun, aber dann wird einmal so kurz vorm Laptop aufgeguckt, noch so ein nettes Willkommen, heißes Grunzen und das war's dann.
da bin ich dann halt auch einfach zu unsicher, um zu sagen, ja, hier fühle ich mich gerade voll mega wohl. Ja, und also wenn mir damals, als ich zum ersten Mal in den CCC kam, nicht eine andere Frau gesagt hat, ja, du gehörst dahin, geh da wieder hin, dann wäre ich wahrscheinlich auch einfach nicht wiedergekommen. So, und das war super, super wichtig für mich. Und da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar, dass es passiert ist. Genau, eben niederschwelliger Einstieg ermöglichen, das heißt eben so ein ganz klar machen, dass all levels welcome sind, das einfach von Anfang an immer wieder zu kommunizieren, dass jetzt kein, oh, wenn du das und das noch nicht kannst, dann was machst du hier? Genau, und der letzte Punkt, Undoing Gender, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ob das jemals wirklich geht. Aber die Erfahrung zeigt halt eben auch, dass wenn es eben diese Normen gibt, also Cis-Männer werden ja gesellschaftlich als quasi die Norm betrachtet, das findet man dann vor allem, wenn es um Frauenliteratur geht und Menschen, also Männer, die dann Bücher schreiben, halt Literatur schreiben oder Frauenfilme oder whatever. Genau, und in der Situation, wo eben diese Norm nicht da ist, gibt es nichts von der sich abgegrenzt wird oder wo man in bestimmte Rollen wieder verfällt. Genau, und dann haben wir noch kurz übersprungen, eben gegenseitiges Mentoring. Das passiert auch eigentlich bei uns automatisch, aber dieses, ja, sich einfach auch gucken so und Leute motivieren und da helfen, wo man einfach schon mehr weiß und dafür dort Hilfe kriegen, wo andere mir schon mehr wissen. Und genau, wir haben ja Fuck Germany und haben jetzt hier eine wunderschöne Deutschlandkarte, wo es überall schon Fuck gibt. Angefangen haben wir mit der Heart of Code in Berlin und dann kam kurz nach dem Kongress kam dann Fuck Muck dazu in München. Genau, im Januar haben wir angefangen und dann kam es Schlag auf Schlag irgendwie. Dann haben sich in ganz vielen anderen Städten Initiativen gegründet. Zum Teil haben wir nicht rausfinden können, was da jetzt tatsächlich draus geworden ist. Aber von ein paar haben wir auch ein bisschen Info eingesammelt und stellen euch da jetzt ein bisschen auch die Geschichte und was da gerade so los ist vor. Genau, ich fange mal mit der Heart of Code an, weil es mein Space ist und weil, wie gesagt, wir mit diesem wunderschönen Logo anfingen. Wir sind, wie gesagt, ein Hackspace für Frauensternchen. Wir sitzen in Berlin. In unserem größeren Netzwerk, also unserem Slack, haben wir irgendwie über 150 Frauensternchen. Aktiver würde ich sagen 20, wirklich aktive Hocks, die regelmäßig da sind. Wir haben mittlerweile einen eigenen Space seit fast einem Jahr, wo 2 bis 3 Mal die Woche Treffen stattfinden. Also wir haben eine Dienstags abwechselnd Python, DataWiz, wir haben Mittwochs ein Security-Hacks, Donnerstag haben wir Damen-Salon, das ist so unser offenes Treffen, wo jeder vorbeikommen kann und uns mal kennenlernen und beschnuppern kann. Wir machen jetzt bei der Konrad Maker Challenge mit, worauf ich mich mega freue, haben so regelmäßige Hack-Days, die mehr oder weniger oft wirklich stattfinden und machen eben auch ganz viele gemeinsame Ausflüge zu Konferenzen, andere Spaces, Werkstätten, einfach sehr viel Gemeinsames. Seit 2017 sind wir ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Genau, und angefangen hat das Ganze so Ende 2015. Genau, jetzt kommt unsere Gruppe, also Fuck Muck. Wir haben uns im Januar gegründet, haben uns seitdem immer im Münchner CCC getroffen und da ist einmal im Monat der Hauptraum nur für Nicht-Cis-Männer. Bei unseren Treffen sind meistens so um die 15 aktive TeilnehmerInnen, gibt große Fluktuationen, aber auch einige, die sehr regelmäßig dabei sind. Wir arbeiten aktuell an einem gemeinsamen Projekt, nämlich einem automatisierten Pflanzenkasten. Bisher hatten wir Workshops zu Arduino, Lasercutter, wir haben mit der Risogräfin Flyer gedruckt und hatten auch jetzt bisher immer einen Chunk-Workshop, der sehr erfolgreich ist. genau, und wir haben große Pläne, wir wollen eine eigene Infrastruktur, wir wollen eben für Fuck in ganz Deutschland oder vielleicht auch vielleicht im ganzen deutschsprachigen Raum oder so, eine eigene Infrastruktur auf Matrix und vielleicht auch eine Mastodon-Instanz, weil, naja, Open Source und verteilte Netzwerke und sowas finden wir natürlich super, super wichtig. Genau, dann haben wir noch Fuck Cologne,
einmal kurz jubeln. Genau, das ist ein Meetup für FLTI und Tech, sitzen, wie der Name schon sagt, in Köln. Die haben bis jetzt Workshop mit Hardware, Software, Design und natürlich Feminismus gemacht. Es gibt eine Co-Study Group für JavaScript und die hatten ihr erstes Treffen jetzt gerade eben Ende April, am 24. April war das erste Meetup und die treffen sich in einem Coworking Space. Genau, dann relativ kurz nachdem wir angefangen haben, hat Ulm verkündet, bei ihnen geht es jetzt auch los. Seitdem ist noch kein Kickoff passiert, aber zum Beispiel findet demnächst wieder eine Veranstaltung mit eben den Leuten von FAK statt, nämlich ein Upcycling-Nähcafé, wo Menstruationsprodukte genäht werden sollen und mit dem Lasercutter geschnitten, weil keiner mag gerne viele Sachen ausschneiden. Und die Ulmer Menschen suchen auch oder laden ganz herzlich ein, aktive Leute, die Bock haben, sowas eben zu organisieren. Genau, und dann haben wir auch noch hier FAK Karlsruhe. Die richten sich an Frauensternchen und alle, die sich dadurch eingeladen fühlen. Wir hatten bis jetzt vor allem Vernetzungstreffen, gibt es seit Februar 2018, treffen sich in einem Seitenraum von der Entropia, genau, und planen auch ganz viele Talks und Workshops für die Zukunft. Also es gibt ganz viele Gruppen, wo ihr euch auch melden könnt, wenn es in eurer Stadt noch keine gibt. How to fuck your city. Genau. Was uns erstaunlich leicht gefallen ist, also ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so viel Response gibt. Wir haben uns mit ein paar ganz wenigen Leuten zusammengetan, auf ein paar wichtigen Kanälen Lärm gemacht, mittlerweile Twitter und Mastodon bespielt. Wir haben in aktivistischen Kontexten, im linken Kalender, Kunst- und Kulturräumen, an der Uni und in lokalen Hackerspaces natürlich Werbung gemacht. Und ja, genau. Genau, und am Anfang einfach mal ankündigen, bisschen Lärm machen und schauen, wer auftaucht. Und wenn nicht sofort irgendwie Massen kommen, einfach nicht aufgeben, weiter Lärm machen und weitermachen. Das nächste ist natürlich, man braucht einen Raum dafür. Ihr habt es schon mitbekommen, bei den verschiedenen Fachgruppen gibt es ganz unterschiedliche Modelle von eben eigenem Space über lokalen Hackspace, Kapern. Für den Anfang ist ein eigener Space wahrscheinlich nicht so der ganz sinnvollste Anfang. Aber eben, wenn ihr in einem Hackspace schafft, einen Raum mal für einen Abend zu kriegen und wenn das nicht klappt, kann man auch im eigenen Wohnzimmer anfangen oder bei Meetup-Räumen, Coworking Spaces nachfragen, bei einem coolen Café mit einem Separé. Also genau, wir haben auch von Anfang an Angebote bekommen, so von einem von einer integrativen Werkstatt und von Makerspace. Die meinten, hey, kommt auf jeden Fall mal vorbei. Also die Leute finden das auch extrem cool irgendwie. Und das freut einen dann natürlich auch, ne? Genau, und wenn man sich dann mal so gegründet hat, macht man noch mehr Community Building, indem man zum Beispiel Workshops organisiert. Also wir hatten am Anfang ganz viele Workshops in ganz vielen verschiedenen Spaces. Wir sind, wie gesagt, seit Ende 2015 gibt es die Heart of Code, seit erst einem Jahr haben wir einen eigenen Space. Wir haben uns ganz oft irgendwo einladen lassen von coolen Orten. Und das Coole ist, dadurch findet man auch immer wieder neue Leute, die noch gar nichts von uns gehört haben und dann diese Verteiler kennen. Und dann darüber hören so, hey, übrigens am Samstag haben wir einen Hackspace, die Heart of Code ist auf Besuch. Und finden da eigentlich jedes Mal neue Leute. Auch sehr cool ist, wir haben so ganz oft Hackdays eben für eigene Projekte, also wo wir jetzt gar keinen großen Input machen, sondern ein, hey, wir haben einen Raum, wir sind da, bringt's mit, woran ihr bastelt, ist einfach zu mehr viel lustiger. Und man hat dann auch ganz oft, wenn man irgendwo ansteht und ist dann zu Hause voll die Lust verliere und was anderes macht, hat man dort dann Leute, die das kennen oder einfach, die man Rubber ducken kann. Also oft hilft es auch schon einfach nur mal so, boah, das läuft gerade nicht. Ja. Genau, und halt eben einfach durch die unterschiedlichen Levels halt auch immer eine Person, die man irgendwie fragen kann. Genau, man kann eben auch dann gemeinsame Projekte starten, also mit der Gruppe einfach so brainstormen, da kommt so viel mehr Projekte zusammen, als man jemals in einem Tag unterbringt. Genau, ja. Und wir haben auch ganz viel
gute Erfahrungen gemacht mit Co-Learning-Gruppen. Also auch einfach so gemeinsam einen, hey, an dem Tag machen wir Python lernen und du kannst dein totales Anfänger-Tutorial bringen oder dein super krasses Projekt. Und dann sind da einfach auch Leute, die sich auch gerade mit genau dem gleichen Thema beschäftigen und ja. Genau, es ist ja auch gerade am Anfang irgendwie schwer, dann dabei zu bleiben, auch wenn es mal ein bisschen frustrierend ist und man vielleicht den Scope von irgendwie einer Sache, die man sich vorgenommen hat, vorher nicht so ganz richtig eingeschätzt hat und dann so denkt so, fuck, ich muss vielleicht doch nochmal irgendwie was anderes machen. Genau, ja. Und ansonsten stehen wir euch natürlich auch immer ganz, ganz gerne zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt zu Finanzierung, zu wie man Werbung macht, zu allen möglichen Dingen, die eben darum sich drehen, wie man sowas irgendwie aufzieht, schreibt uns an. Wir haben Twitter, persönlich oder die Gruppe bei uns twittern alle, die, also theoretisch alle, die eben dabei sind. Bei euch glaube ich auch, ne? Genau, also wir haben jetzt hier nochmal die ganzen wichtigen Twitter-Handle, unsere beiden, dann die Twitter Heart of Code, Fuck Cologne, Fuck Hamburg, Fuck Muck. Aber wie gesagt, auf den Slides findet ihr auch nochmal die Homepages von den anderen Spaces, die noch kein oder aus Prinzip kein Twitter haben. Genau, aber man kann sich einfach dann melden, nachfragen. Ich fände es total schön, wenn die Karte so ein, auch so ein bisschen zentraler mehr Fax hätte. Ja, und natürlich, wenn ihr ein totales, eine totale Leidenschaft dafür habt, sowas wie Mastodon oder Matrix und Riot aufzusetzen, so, weil, also ich habe sowas noch nie gemacht und ich würde das gerne machen, aber vielleicht hilft es, wenn noch irgendwie wer dabei ist, der sich da besser auskennt. Ja. Genau, das war's soweit und dann haben wir jetzt noch ganz viel Zeit für ganz viele Fragen von euch. Und danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Leli und Mino. Ich trage jetzt das Mikrofon zu euch rum, wenn ihr Fragen habt, macht einfach irgendwie Handzeichen. Keine Fragen? Dann. Ah, okay, genau. Inwieweit, ich habe das bei Ulm, glaube ich, gesehen, da gibt es Aufklärungsarbeiten. Ja, genau. Nee, das war bei Karlsruhe. Ja. Magst du gleich übernehmen? Ja, okay. Also Aufklärungsarbeit heißt eigentlich, das ist doch der Grund, warum wir das so definiert haben, als Frauen und Frauenstärchen und alle, die sich da davon angesprochen fühlen. Also uns ging es mit dieser Definition eigentlich darum, auch und vor allem Leute anzusprechen, die jetzt nicht aus dem Chaos oder aus chaosnahen oder linken Strukturen kommen, wo man sofort weiß, irgendwie es gibt männlich und weiblich und sehr viel dazwischen oder auch gar nicht in diesem Spektrum, sondern Leute anzusprechen, die einfach nur die Binarität männlich und weiblich kennen und deshalb sozusagen diesen Rollenerwartungen, die an sie herangetragen werden, noch sehr viel stärker unterworfen sind sozusagen als Leuten, die jetzt sich damit auseinandergesetzt haben. Was sind die Erwartungen eigentlich, die mit dieser Geschlechtszuweisung verbunden sind? Das ist für uns diese Aufklärungsarbeit, ja, also so formuliert, dass wir, wie gesagt, wir wollen einfach willkommen oder einladend sein, auch für Leute, die jetzt vielleicht sich überfordert oder nicht eingeladen fühlen würden, wenn wir sagen würden, Frauen, Non-Binaries, Trans und Inter. Wir sind deshalb nicht weniger offen für Trans und Inter, aber wie gesagt, wir wollen, dass die Leute, die noch gar keinen Zugang haben, auch sich trauen zu kommen und dann eben auch die Möglichkeit haben, sich außerhalb ihrer zugeordneten Verhaltensweisen zu bewegen. Also gerade so von wegen dieses Frauen können keine Technik, dass sie eben das zum Beispiel in die Mottenkiste tun, der Geschichte. Ja, und also bei uns ist es auch so eine Sache, wir haben beim vorletzten Treffen uns über unser Selbstverständnis eben auch ausgetauscht und das soll auch
bei uns, glaube ich, Teil der, der Kultur werden, einfach auch mal auf die Metaebene zu gehen, so wie, als was verstehen wir uns und halt eben auch offen für Kritik sein und eben, wenn was an uns rangetragen wird, nicht zu sagen, ja, fuck you, sondern ein so, hey, was passiert, also warum, wo kommt diese Kritik gerade her, und im Zweifelsfall die anzunehmen und zu sagen, so, hey, dann machen wir das jetzt in Zukunft anders. Ja. Da hinten war eine Frage. So, ist nicht mehr? Okay. Hat sich erledigt. Hi, eine andere Frage diesmal. Habt ihr schon so ein bisschen geträumt oder Ideen vielleicht schon gesammelt, wie der Missstand, den ihr beschrieben habt in normalen Hackerspaces oder in den gängigen Hackerspaces, wie dieser vielleicht behoben werden könnte? Jein, also ich würde sagen, wir versuchen eben, wie gesagt, Gegenentwürfe zu zeigen und hoffen damit auch eben so vielleicht ein bisschen inspirierend zu sein. Ich persönlich habe da jetzt nicht so den totalen Wunsch, es ist so ein, ich habe es jetzt cool, ihr könnt es gerne nachmachen, macht es euch selber schön. Also ich glaube, es gibt da auch viele Überschneidungen, also wir haben viele Mitglieder, die eben auch in anderen Hackspaces aktiv sind. Aber ja, es ist jetzt so mein persönliches Anliegen, ist eher so ein, wir haben ein anderes Modell und das kann man voll gern kopieren und gucken, was funktioniert, aber, und dadurch passiert ja auch Aufklärung, also es ist ja so ein, wir reden ja mit Menschen. Ja, also und bei uns, wir sind ja im Münchner Hackspace, und die Hoffnung ist natürlich, dass die Menschen, die sich einmal im Monat da reintrauen, sich dann auch öfters mal reintrauen, weil sie ihr Projekt weitermachen wollen und ja, da halt einfach auch einen Austausch zu schaffen. So, ich meine, wir haben momentan einen IRC und einen Riot-Channel und da verabreden wir uns dann halt auch im Zweifelsfall mal gemeinsam irgendwo hinzugehen, auch mal zu einer Demo oder sonst was. Ja, und ja, viele von uns sind halt irgendwie in unterschiedlichster Art und Weise da dran, irgendwie die Community schöner zu machen. Also zum Beispiel das Care-Team, das es hier auf der GPN gibt, das finde ich richtig klasse, diese Initiative, dass Leute, denen es gerade irgendwie nicht so gut geht oder wo gerade ein Konflikt aufkommt, eben AnsprechpartnerInnen haben oder sich mal in einem Ruheraum zurückziehen können. Sowas ist super, super wichtig und ja, auch auf jeden Fall ein Ansatz. Ich glaube, man braucht auch schon, also man kann beides machen. Das eine ist, dass man sich Patricia Penny, ich bin in Köln. Genau. Ich glaube, man kann beides machen. Also das eine ist, dass wir uns verabredet haben, irgendwie auch mal in CCC in Köln zu gehen und dann weiß man halt, man geht mit mehreren dahin und ist nicht irgendwie, ne, zu zweit ist man weniger allein. Aber, und das habe ich so aus der Python- und Django-Community gemerkt, dass da gibt es einfach auch Männer, die sich massiv dafür einsetzen. Also auf der Django Under the Hood oder so laufen halt super viele von den Jungs auch mit Django Girls T-Shirts rum und so. Und das ist einfach, die Veranstalter selber leben das sehr. Also sowohl was Code of Conduct angeht, als auch halt wirklich sich sehr aktiv dafür einzusetzen, wir wollen einen weiblichen Core-Developer im nächsten Jahr oder so und dann halt wirklich auch dafür was tun. Also ich glaube, die Unterstützung kann auch echt wichtig sein. Also ne, das eine ist irgendwie, dass Frauen sich untereinander vernetzen können, aber der Austausch ist schon auch wichtig und die Unterstützung. Ja, ich glaube, ich war gerade auch ein bisschen arg negativ. Ich glaube eben auch, wie gesagt, es schafft halt eben auch Sichtbarkeit und wir haben auch, glaube ich, ganz viele, die eben davor in keinen anderen Spaces waren. Also ich habe es ein paar Mal probiert, in andere Spaces reinzugehen und war jetzt so nicht meines und ich bin da, glaube ich, nicht die Einzige bei uns, die eben da auch neu reinkommt und dadurch kommen einfach auch mehr Frauen und es wird bunter und ja, wir gehen auch in andere Spaces. Also, aber ich habe da jetzt nicht so ein, eher dadurch, dass wir dann da sind, aber jetzt nicht ein, ich gehe da jetzt hin und erkläre euch das mal. Was, Pascoda aus Wien, was für mich halt auch einfach so ein Thema ist, ich möchte nicht überall immer dieselben Diskussionen führen müssen. Also wirklich, wie ihr, sehr viel zustimmendes Nicken, ja,
wie ihr eben am Anfang gesagt habt, halt auch dieses Austauschen und dieses Hören, dass es anderen Leuten gleich geht, das tut einfach verdammt gut und man kann sich einfach mal hinsetzen und so, Ruhe. Also das finde ich tut einfach auch so wahnsinnig gut und halt einfach, ja, Austausch und Zeug, aber ich muss ständig überall drum kämpfen, dass man mich ernst nimmt und dass Dinge, die ich mache, halt auch Wert haben und sowas. Ich habe keinen Bock, das immer und überall zu machen. Es ist einfach wirklich nice, einfach mal irgendwo Füße hochlegen zu können. Ja. Dann vielen Dank für eure Beiträge auch noch. Gibt es noch weitere Fragen? Also wir können diese Session auch gern irgendwie in den nächsten Tagen auf der Wiese oder so fortführen, aber jetzt noch ganz konkrete Fragen, gibt es noch? Alles klar, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Dankeschön.